So, guten Abend. Die meisten kennen mich schon nicht. Ich bin FlowFX. Schon auch irgendwie, seit wann gibt es den Laden hier? Über 2 Jahre. Also, auch wenn ich ganz selten hier bin, habe ich das hier auch schon im Rohbau gesehen. Und ich bin der, der die Simone hier heute Abend verpflichtet hat, endlich mal zu reden. Die Idee kam, seit es jetzt das Raumzeitlabor gab im Grunde, weil es geht ja darum, schöne, interessante Sachen zu erzählen und anderen beizubringen. Simone und ich haben zusammen studiert in Freiburg damals und sie ist in die große Welt, nämlich nach Bonn gegangen, während ich in Freiburg geblieben bin, und hat die letzten Jahre viel Zeit am CERN in Genf verbracht. Und was soll ich noch sagen? Kreis. Ist bald tatsächlich mal fertig und darf nach einem richtigen Job suchen. Und ich bin gespannt. Also ich werde von den meisten, was ihr erzählt, werde ich auch nicht viel verstehen. Das nur als Beruhigung. Okay, ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich glaube, so einen coolen Vortrag habe ich noch nie gehalten. Ich wollte mich aber erstmal trotzdem noch vorstellen, auch wenn der Flo das jetzt schon so ein bisschen gemacht hat. Also ich bin Simone, ich bin 29 und ich bin Doktorandin beim Atlas-Experiment. Das ist eines der großen Experimente am CERN, aber ich bin angestellt vom Physikalischen Institut in der Uni Bonn. Studiert habe ich aber wirklich mit dem Flo in Freiburg und ich kann das ja leider nicht lesen. Aber ich bin dann zur Diplomarbeit nach Bonn gegangen und bin dann auch geblieben zur Doktorarbeit und war dann im Rahmen meiner Doktorarbeit auch 1,5 Jahre wirklich vor Ort in Genf am CERN. Ich suche nicht nach dem Higgs, sondern nach exotischen Teilchen, aber ich versuche trotzdem so ein bisschen zu erklären, was es mit dem Higgs auf sich hat, weil das vielleicht für die meisten Menschen ein bisschen interessanter ist im Moment. Okay. Kurze Übersicht. Also ich fange an, indem ich eine kurze Einführung in die Teilchenphysik gebe. Ich versuche das wirklich kurz zu halten. Und dann erkläre ich so ein bisschen, wie man am CERN arbeitet und forscht und dann, was ist jetzt mit dem Higgs da genau passiert ist. Generell freue ich mich jederzeit über Fragen. Könnt ihr jederzeit machen. Hinterher mache ich auch noch eine längere Frage-Antwort-Session, wenn ihr wollt. Ja, ihr könnt alles fragen, aber ich kann sicherlich nicht alles beantworten. So, fangen wir an mit der Einleitung. Und wenn man so ein bisschen wenn über das CERN berichtet wird, dann besteht da ja häufig, dass wir den Urknall simulieren und so. Und dann wollte ich ja mal ein bisschen anfangen, in den Zusammenhang zu erklären, warum wir da immer von reden, dass wir den Urknall simulieren, weil Urknall ist ja irgendwie erstmal ein bisschen, hat was mit Kosmologie zu tun. Ich mache aber Elementarteilchenphysik, aber die Sache ist die, dass diese Kosmologie und Elementarteilchenphysik ist eigentlich genau das Gleiche. Also wir sind zwei Möglichkeiten, dasselbe Problem zu erörtern. Also wir suchen beide nach der Antwort auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Kosmologie macht das halt ein bisschen anders. Die gucken von dem von Verhalten des Ganzen, wollen die Rückschlüsse ziehen auf die Bestandteile, also indem sie einfach ins Universum gucken und die Galaxien beobachten und die Sterne. Wir machen es aber anders. Wir schließen von den Bausteinen auf das Ganze. Aber im Prinzip ist das, wollen wir dieselben Fragen beantworten. Nämlich, wenn wir uns mal kurz die Geschichte des Universums angucken, fing alles da oben mit dem Big Bang an. Da war das ganze Universum quasi komprimiert auf noch nicht mal Stecknadelkopfgröße und eigentlich war alles nur so ein kleiner Ball mit verdammt viel Energie. Und dann hat er angefangen, sich auszudehnen. Und als er sich ausgedehnt hat, dann konnten sich dann irgendwann Teilchen bilden. Später haben die Teilchen sich zusammengeformt zu größeren Teilchen und dann gab es irgendwann Atome. Also hier sind wir ungefähr bei 100 Sekunden. Also es ging alles verdammt schnell. Dann wird das alles ein bisschen langsamer. Hier sind wir schon bei 3×10^5 Jahren. Da haben sich dann angefangen, Atome zu bilden, dann kamen Sterne und die ganzen großen Sachen im Universum, Galaxien und so weiter. Und hier sind wir bei 13 Milliarden Jahren, da sind wir heute. Und wenn man jetzt mit astronomischen Teleskopen ins Universum guckt und irgendwelche Messungen macht, dann gucken die halt auf die Sterne und Galaxien und da können sie halt nur gucken bis ungefähr hier, also bis 300.000 Jahre. Alter des Universums, weil da wurde das Universum nicht mehr durchsichtig, sagen wir immer so. Also das heißt, dass man da mit astronomischen Instrumenten kann man da halt nicht hingucken. Deswegen machen wir da halt einen anderen Ansatz, indem wir diese Bedingungen, die damals geherrscht haben, künstlich erzeugen, indem wir halt hohe Energiedichten erzeugen und dann kann man halt auf die Teilchen, die es damals gab, halt zurückschließen. Das ist der Zusammenhang zwischen Urknall. Also wenn das heißt, wir simulieren den Urknall, dann heißt das eigentlich nur, dass wir
eine Umgebung schaffen, künstlich, die ähnlich ist wie die, die damals am Anfang vom Universum geherrscht hat. Und da oben sind so Pfeile, die andeuten, wo wir genau sind. Also dieses LHC, der Pfeil da bei Accelerators, das deutet an, dass wir quasi mit dem LHC Energien erzeugen können, die uns dann quasi in diese Stelle bringen, was wir erforschen können. Okay, jetzt habe ich immer von Teilchenphysik geredet, aber noch gar nicht erklärt, was Teilchen eigentlich sind. Deswegen wollte ich das mal kurz noch nachholen. Ich fange an mit Sachen, die hoffentlich jeder kennt, nämlich so ein Kristall, zum Beispiel Salz ist ein Kristall. In dem Kristall sind die Atome angeordnet in so periodischen Mustern. Und die Moleküle. Und Moleküle, kennt man aus der Chemie noch vielleicht, sind ja einfach zusammengesetzte Objekte aus Atomen. Ja? Atome sind die hier, die haben einen sehr schweren Atomkern und ein paar Elektronen, die drumherum fliegen. Und das Elektron ist ein Teilchen. Das ist quasi schon mal das erste Teilchen. Wenn man dann aber den Atomkern genauer anguckt, dann sieht man, der ist gar nicht irgendwie elementar, sondern der besteht aus anderen Teilchen, nämlich aus Protonen und Neutronen. Je nachdem, wie viele Protonen drin sind, wissen wir, was für ein Element das ist. Und wenn man dann aber nochmal genauer hinguckt, dann sieht man, dass die Protonen gar nicht elementar sind und die Neutronen auch nicht, sondern die bestehen aus Teilchen, nämlich Quarks. Das sind diese berühmten Quarks. Man braucht immer drei, um ein Proton zu kriegen. Ja. Also wenn man von Teilchen redet, reden wir von Elektronen, Quarks und aber auch Protonen und Neutronen. Die sind halt keine Elementarteilchen, weil die halt aus Quarks bestehen. Das ist die Idee. Jetzt überspringe ich ungefähr so ein Jahrhundert an Forschung und komme schon an beim Standardmodell der Teilchenphysik. Da wurde zusammengefasst, was man so beobachtet hat. Also erstmal die erste Spalte, die kennen wir schon. Das Elektron ist ein Teilchen. Up- und Down-Quarks sind die Quarks, aus denen Protonen und Neutronen bestehen. Und diese Teilchen sind eigentlich die gesamte Materie, die uns umgibt. Also wir alle bestehen nur aus Up-, Down-Quark und Elektronen. Das Neutrino ist ein anderes Teilchen, das braucht man auch. Also hat man entdeckt mit der radioaktiven Strahlung. Das ist halt ein relativ schwierig zu findendes Teilchen, weil das sehr, sehr leicht ist und mit überhaupt nichts wechselwirkt. Also es hat halt keine Ladung. Und deswegen kann man es halt auch sehr, sehr schwer beobachten. Dann hat man irgendwann angefangen, noch andere Teilchen zu finden, zum Beispiel das Myon. Das Myon steht hier unten, dieses My. Ist eigentlich genau das gleiche wie das Elektron, sieht genauso aus, hat die gleiche Ladung, die gleichen Eigenschaften und ist nur viel schwerer. Und genauso das Tau, das ist quasi dann nochmal schwerer. Aber ansonsten sind die Teilchen völlig identisch. Und da hat man halt nacheinander, nach und nach, das Myon gefunden und diese anderen Quarks. Aber halt nicht alle. Man hat dann aber irgendwann erkannt, aha, hier gibt's ein Muster. Und hat dann mal irgendwie postuliert, dass es so aussieht. Und dann erst nach und nach die Teilchen alle gefunden. Zum Beispiel dieses Top-Quark, was ganz oben steht, also was einfach nur sehr schwere Version vom Up-Quark ist, hat man erst 1996 gefunden. Am Tevatron in den USA. Ja, okay. Davon reden wir, wenn wir vom Standardmodell der Teilchenphysik reden, quasi, dass man die so einteilt in dieses Schema. Unten die Leptonen, Elektronen, Myon und Taus und die Neutrinos dazu und oben die Quarks. Quarks existieren aber nicht einzeln. Also es gibt kein Up-Quark, was alleine so durch die Gegend fliegt, sondern die finden sich halt immer zusammen in entweder zwei oder drei Quarks. Weil die haben nämlich eine Drittelladung und Drittelladung gibt es einfach nicht. Deswegen finden die sich immer zusammen, damit sie halt eine ganze oder keine Ladung haben. Okay, dann gibt es aber noch mehr, nämlich die Bosonen. Und die sind die Teilchen, die dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig sehen können, sagen wir. Also die müssen ja irgendwie, also so ein Elektron und ein Elektron, sind ja beide negativ geladen, die stoßen sich ja ab. Und in der Teilchenphysik ist die Annahme die, dass diese Abstoßung wird übertragen durch ein anderes Teilchen, die sogenannten Vermittlerteilchen oder wir nennen die Bosonen. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie diese zwei Männer hier, die in diesen Booten stehen, die stoßen sich ja ab. Also sagen wir links ein Elektron, rechts ein Myon oder so. Also beide negativ geladen und die stoßen sich ab. Das heißt, dieser Ball, den die sich zuwerfen, wäre dann das Photon. In dem der eine halt den Ball zu dem anderen wirft, wird der halt zurückgeschoben und dadurch kann man sich das ein bisschen verdeutlichen. Ein anderes Bild für eine anziehende Kraft wäre so ein Boomerang. Also wenn der jetzt den Boomerang loswirft und der kommt dann da hinten wieder bei dem anderen Typen an, dann werden die halt zusammengeschoben. Also so die grobe Idee, dass der Austausch zwischen den Teilchen durch andere Teilchen passiert. Vermittlerteilchen.
Und dann gibt es da unten noch so ein anderes Feld, da steht dran Higgs Boson, yet to be confirmed. Da rede ich gleich noch drüber. Okay, jetzt dieses Standardmodell hat man gefunden, es hat unheimlich gut funktioniert. Also es ist immer noch erstaunlich, zu welcher Präzision das wirklich alles stimmt, was dieses Standardmodell vorhersagt. Es gibt aber noch so ein paar Probleme, die wir in der Physik einfach noch nicht gelöst haben. Zum Beispiel das Problem der dunklen Materie. Die heißt dunkel, weil wir nichts drüber wissen. Also immer wenn Physiker ein Problem finden, von dem sie keine Ahnung haben, dann nennen sie es einfach mal dunkel. Und so war das auch mit der dunklen Materie. Und zwar hat man beobachtet, die Rotationsgeschwindigkeit von so einer Galaxie als Funktion von ihrem Radius. Also hier haben wir so eine Galaxie aufgetragen und hier den Radius vom Zentrum der Galaxie. Und nach den Berechnungen der Gravitation hätte man erwartet, mit der Masse, die man kennt, also mit allen Teilchen, die man kennt, die da drin stecken, dass die Rotationsgeschwindigkeit diese untere Kurve beschreibt. Also dass sie nach außen hin abnimmt. Dann hat man halt nachgemessen, um es zu bestätigen und gefunden, stimmt überhaupt nicht, sondern die Rotationsgeschwindigkeit nimmt zu mit dem Abstand. Das heißt mal völlig unerklärlich für alle. Und dann hat man sich überlegt, es sieht ja so aus, als wäre da noch irgendwelche Masse drin, irgendwelche Materie, die wir aber nicht sehen können. Deswegen der Name dunkle Materie, können wir nicht sehen. Wenn man die aber annimmt, dann kommt halt diese Rotationsgeschwindigkeit raus. Und man kann ausrechnen, dass die Teilchen, die wir schon kennen, ungefähr 5% der Masse im Universum ausmachen. Und diese dunkle Materie 25. Also wir kennen wirklich nur 5%, das ist ein bisschen lächerlich. Die dunkle Energie, die gibt's auch noch, die ist hier diese 70%, die kommt daher, da gab es auch einen Nobelpreis für letztes Jahr, dass das Universum sich ausdehnt. Das hatte ich am Anfang gesagt, also wir fangen an mit dem Big Bang, alles auf Stecknadelkopf groß und dann wird das irgendwie alles immer größer, also es dehnt sich aus, die Dichte wird kleiner. Und jetzt würde man ja annehmen, okay, das dehnt sich aus, hatte vielleicht irgendwie eine Anfangsenergie, dehnt sich aus und das ist ja die Kraft, die da wirkt, ist die Gravitation. Gravitation bewirkt, dass Massen sich anziehen. Wenn jetzt also Massen auseinanderdriften, sich aber eigentlich auch anziehen, würde man halt erwarten, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die sich mehr anziehen, als sie auseinanderdriften und das einfach stehen bleibt. Es war lange Zeit die Annahme unter Physikern, dass dieses Ausdehnen des Universums irgendwann aufhören muss. Und jetzt haben da Leute nachgemessen, haben aber tatsächlich festgestellt, dass das eben nicht langsamer wird, sondern immer schneller. Und zwar nicht nur auch konstant immer schneller, sondern beschleunigt immer schneller. Also es wird wirklich immer, immer schneller. Und dieser Rosinenkuchen steht es da drauf, kann man sich halt so vorstellen mit dem Ausdehnen, dass halt am Anfang ist der Teig noch zusammen, die Rosinen sind dicht beieinander, dann geht der Teig auf und dann driften die Rosinen so auseinander. Ja. Also das kann man sich halt auch nicht erklären, warum das immer schneller wird und da macht man halt dann die dunkle Energie für verantwortlich. Aber wir haben halt keine Ahnung, was das sein könnte. Ja, dann gibt's noch die Frage mit der Antimaterie. Die habe ich bisher noch komplett unterschlagen, weil dieses Standardmodell, was ich eben gezeigt hatte, das kann man eigentlich noch spiegeln. Und zu jedem Teilchen gibt's noch ein Antiteilchen. Und ein Antiteilchen, das ist wieder dasselbe wie das Teilchen, also ein Elektron hat ein Antiteilchen, das heißt Positron. Das ist genau das Gleiche, hat nur positive Ladung. Und genau das Gleiche gilt für alle Teilchen, wenn man alle ein Teilchen als Partner quasi, der genau gleich aussieht, nur eine entgegengesetzte Ladung hat. Das Problem mit Materie und Antimaterie ist, wenn die aufeinandertreffen, zerstören die sich sofort und werden zur Energie. Deswegen haben wir halt auch heute nur Materie übrig. Aber die Annahme ist, dass es am Anfang des Universums ungefähr gleich viel Materie-Antimaterie gegeben hat und die sich dann halt einfach alle irgendwann getroffen haben und zerstört haben. Und das, was übrig bleibt, wir, ist halt nur ein winziger Bruchteil. Und die Frage ist, die wir halt auch noch versuchen zu klären, warum es diesen kleinen Bruchteil mehr Materie gab. Also warum wir eigentlich heute noch existieren. Das ist auch völlig unklar. Das ist auch eine Frage, die im LHC versucht wird zu beantworten. Dunkle Materie hatte ich schon. Ja, dann gibt es noch ein Problem im Standardmodell, was ich auch noch unterschlagen habe. Ich habe ja gesagt, das funktioniert extrem gut. Also das finde ich die erfolgreichste Theorie, die jemals aufgestellt wurde und immer wieder bestätigt wurde. Aber die nimmt an, dass die Teilchen keine Masse haben. Jetzt wissen wir aber, Teilchen haben eine Masse. Das ist ein bisschen doof. Aber es gibt eine Lösung zu dem Problem. Die kam von dem Herrn Peter Higgs 1964, hat der Mensch gesagt. Ist jetzt ein bisschen doof, Teilchenstandardmodell nimmt an, keine Masse, stimmt aber sonst fantastisch. Wir brauchen jetzt noch irgendwas, was den Teilchen Masse gibt. Also wir können die nicht schon a priori in Standardmodellen mit Masse reinstecken, sondern wir brauchen irgendwas, was denen hinterher noch eine Masse verleiht. Und dann hat er sich überlegt,
Vielleicht gibt es ja einfach überall ein Kraftfeld. Also egal, wo wir sind, gibt es ein Kraftfeld, dargestellt durch diesen Swimmingpool. Und wenn jetzt ein Teilchen, also dieser ältere Herr, durch diesen Swimmingpool oder durch dieses Kraftfeld durchgeht, dann wird es halt abgebremst davon. Ne? Also der kann da ja nicht einfach durchrennen, sondern der wird halt langsamer dadurch. Und durch diese Abbremsung wird er halt quasi träge und Trägheit ist Masse. Also würden die Teilchen quasi durch die Wechselwirkung mit diesem Feld, weil sie da nicht schnell durchkommen, Masse kriegen. Wenn man da jetzt ein Baby reinsetzen würde, dann würde das halt deutlich schneller vorwärts kommen, weil es einfach weniger Auftrifffläche hat. Ein Baby ist halt leichter. So die Idee. Und es funktioniert halt mathematisch wirklich sehr, sehr gut. Das war also ein sehr guter Einfall von dem Herrn Higgs. Ist die Frage, wie kam der denn da drauf? Die Idee, die er hatte, war eigentlich, dass er die Symmetrie erhalten wollte. Also egal, was wir machen, wir suchen immer nach Symmetrien und versuchen, die immer zu erhalten. Also dieses Periodensystem ist ja auch nichts anderes als eine Erweiterung von einem Atom zum nächsten. Es ist halt einfach eine Struktur drin. Ne? Also ein Proton mehr gibt mir ein schwereres Atom und noch ein Proton mehr gibt mir noch ein schwereres Atom und so weiter und so fort. Kristalle haben periodische Strukturen und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt nicht auf jedes einzelne Beispiel ein, aber in der Natur gibt es halt sehr viele symmetrische Strukturen. Und die Idee war halt, dass man die Symmetrie, die im Standardmodell gegeben ist, eigentlich erhalten möchte. Und deswegen hat man einfach dieses zusätzliche Kraftfeld eingeführt, was das Problem lösen würde, dass die Massen, die Teilchen dann doch Masse haben. Okay, jetzt habe ich immer nur von einem Feld geredet und wir reden aber eigentlich immer von einem Higgs-Teilchen. Das kommt daher, so ein Feld kann eine Anregung haben. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie diese Federn, wenn jetzt das Feld, wenn ich jetzt hier an der Seite schubse, dann würden die sich halt so verformen und dann wäre da so eine Welle, die da durchging. Das wäre quasi eine Anregung von diesem Federnfeld. Und in der Physik ist eine Welle und ein Teilchen dasselbe. Häufig. Das Higgs-Teilchen wäre quasi diese Welle, die durch die Federn durchgeht. Also das Higgs-Teilchen ist quasi eine Folgerung aus diesem Kraftfeld, was es überall gibt. Wenn es dieses Kraftfeld überall gibt, dann muss es auch dieses Teilchen geben, weil es eine Anregung von diesem Feld geben kann. Deswegen suchen wir nach dem Teilchen, weil wenn wir das Teilchen gefunden haben, dann können wir sagen, okay, wahrscheinlich stimmt diese Theorie mit dem Kraftfeld. Das ist die große Idee dahinter. Ja, dann bin ich auch schon fertig mit dem ersten Teil, die Einführung in die Teilchenphysik. Also, was ich zeigen wollte, war die Kosmologie und Elementarteilchenphysik erklären eigentlich das Gleiche aus nur verschiedenen Perspektiven. Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die Welt sehr genau. Wir haben drei Familien von Quarks und Leptonen, also diese drei, man sagt halt Familien oder Generationen, weil die Teilchen einfach schwerer werden. Diese drei Teilchengenerationen und die Kräfte zwischen den Teilchen werden durch andere Teilchen übertragen. Offene Fragen bleiben, was ist die dunkle Materie, was ist die dunkle Energie, warum ist nach dem Urknall nur Materie übrig geblieben, also sprich, wo ist die Antimaterie hin? Bis vor kurzem haben wir an der Stelle immer noch gesagt, existiert das Higgs-Boson? Das habe ich jetzt mal durchgestrichen. Aber jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie beantworten wir denn solche Fragen? Ja? Also ich meine, das ist ja schon traurig, 95% haben wir gar keine Ahnung von. Und genau, wie machen wir das? Und das sind mal ein paar Bilder vom CERN, die man auch so aus der Presse vielleicht kennt. Das sind die vier Detektoren, also die vier Experimente, die an dem großen Beschleunigerring am CERN laufen, als sie noch im Bau waren. Alles, was man von dieser Folie mitnehmen sollte, ist diese enorme Größe. Also da sind so ein paar Menschen drauf, da oben ist ein Mensch, hier stehen ein paar, da. Also die Dinger sind echt extrem groß. Für mich war das auch das Coolste, dass diese Maschinen so riesig groß sind und man sucht nach Teilchen, die man gar nicht sehen kann. Okay, aber fangen wir mal vorne an mit, was ist eigentlich das CERN? Das CERN ist ein internationales Forschungszentrum in Genf. Wurde schon 1954 gegründet, damals noch von 12 Ländern. Heute haben wir 20 Mitgliedstaaten und auf dem Weg hier hatte ich eine E-Mail gekriegt, dass Zypern jetzt ein Anwärter auf Mitgliedstaat geworden ist. Also wir hätten dann demnächst 21. Die habe ich hier unten mal auf dieser Grafik. Also immer da, wo ein Fähnchen steht, das ist ein Mitgliedstaat vom CERN. Also man kann grob sagen, ganz Europa. Hier ist so ein Bild, wie das da aussieht, also wo das liegt. Es liegt nämlich sehr schön in der Nähe von Genf. Genf ist diese Stadt da unten am Genfer See. Dahinter sind die Alpen.
der höchste Berg da neben dem A links, das ist der Mont Blanc. Hier unten ist das Jura, das ist auch ein Mittelgebirge, das geht durch Schweiz und Frankreich. Und der Beschleunigerring, über den wir hier reden, der LHC, der geht hier quasi vom See bis zum Jura. Hat der halt genau nochmal so reingepasst, deswegen ist der auch genauso groß, weil größer hätte man den nicht bauen können, weil da kein Platz ist. Das CERN selber, das Hauptgelände vom CERN liegt ungefähr da über dem N von Teilchen. Also noch knapp in Genf. Hier unten ist Frankreich, da oben ist die Schweiz. Also der Beschleunigerring geht halt sowohl durch Frankreich als auch durch die Schweiz durch. Weil er da so reingepasst hat, gibt es Bestrebungen, größeren zu bauen? Ja, also da geht es auf jeden Fall nicht. Es gibt Bestrebungen, andere Beschleuniger zu bauen, aber aus diversen Gründen, weil es irgendwie das, ja, also man will erstmal wieder einen Linearbeschleuniger bauen, der wird aber auch sehr groß werden, aber ist auch noch nicht ganz klar, wo der ist, wo der gebaut wird. Da gibt es mehrere Kandidaten. Die USA hätten natürlich gerne einen Beschleuniger bei sich. Andererseits wollen sie da auch nicht so viel Geld reinstecken. Japan hätte gerne den Beschleuniger. Jeder hätte eigentlich gerne den Beschleuniger. Das Stan hätte auch gerne den Beschleuniger, aber die laufen erstmal in den letzten paar Jahre mit dem LHC weiter. Das kostet ja auch ein bisschen. Ich wollte mich fragen, wie lange hat der Bau eigentlich gedauert? Also in dem Ring drin war vorher schon ein anderer Ring. Das Vorexperiment aus den 80ern, der Large Electron Positron Collider Lab. Wie lange die für den Umbau genau gebraucht haben, weiß ich nicht. Also sie mussten halt nur da neue Teile reinbauen in den Beschleuniger. Aber also von Planung bis fertig, die Experimente zum Beispiel über 20 Jahre. Also, wie wurde der Ring denn gebaut? Ausgehoben. Also haben die wirklich ein Loch gebuddelt, den Ring reingebaut und wieder zugekippt? Ja, also der ist unterirdisch, 100 Meter unter der Erde. Also komme ich auch gleich noch drauf. Den haben wir wirklich gebohrt, ja. Okay, aber unterirdisch gebohrt, also oben muss nicht alles weggerissen werden. Nee, genau. Also deswegen haben sie es auch unterirdisch gebohrt, weil es halt viel billiger ist, einen Tunnel zu graben, als in Genf Grundstücke zu kaufen. Weil es ist schon nicht ganz günstig, ja. Ist der Ort für so einen Technikbeschleuniger prinzipiell egal oder müssen da irgendwie bestimmte Gegebenheiten vorhanden sein? Also was nicht gut ist, ist in Erdbebengebieten zu bauen. Japan schon mal raus. Ja, man weiß es nicht. Aber ansonsten, nee, eigentlich nicht. Also man muss halt irgendwie Platz haben, um das Ding zu bauen. Man muss die Möglichkeit haben, da zu bauen. Es sollte vielleicht ein politisch stabiles Land sein. Das sollte nicht irgendwo sein, wo die Nachbarn gegen schwarze Löcher protestieren. Ja. Das ist Deutschland raus. Ja, also Deutschland hatte ja auch lange Zeit einen Teilchenbeschleuniger in Hamburg am DESY. Die waren auch ganz lange Zeit wirklich einer der wichtigsten der Welt, aber die sind halt auch schon aus jetzt. Okay, ich mache mal weiter. Könnt gerne dann noch weiter fragen. Ja, dann vielleicht die Frage, wer arbeitet denn am CERN? Ja, also das hier, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist der Generaldirektor vom CERN, Rolf Heuer. Also er war ab und zu mal in der Presse. Und wenn man sich den mal so anguckt, dann erinnert er ja schon so ein bisschen an so dieses typische Bild, was man von dem Physiker so hat. Also wir finden, die Ähnlichkeit ist schon da. Und da gab es auch mal eine Studie, die wurde durchgeführt von Schweizer und französischen Grundschülern. Die hieß Dessine-moi un physicien. Und da hatten die Kinder die Aufgabe, Physiker zu malen. Und zwar einmal, bevor sie am CERN waren. Das sah ungefähr so aus. Und dann nochmal, nachdem sie am CERN waren, dann sah das ungefähr so aus. Ja, also so sehen die Leute am CERN tatsächlich. Also das ist ein echtes Bild vom CERN. Das war am 4. Juli 2012. Und was man da halt sieht, da sind nicht nur alte Männer mit grauen Haaren drauf, sondern ziemlich viele junge Leute, die sich auch offensichtlich alle gerade ganz tierisch freuen. Und was man an dem Bild nicht sieht, aber was ich euch erzählen kann, ist, dass man da unheimlich viele Nationalitäten drauf sieht. Also hier ist eine Schwedin, da ist ein Österreicher, da ist ein Deutscher, da hinten ist noch irgendwo ein Italiener, also da sind wirklich Menschen aus der ganzen Welt drauf. Das ist nämlich die Frage noch, also die Leute am CERN sind jung und sie kommen aus der ganzen Welt. Das ist so die Hauptbotschaft, die ich hier bringen wollte. Also das sind die Länder, aus denen Leute am CERN arbeiten. Also die Weltkarte ist eigentlich fast komplett ausgemalt. In Afrika haben wir noch so ein bisschen Nachholbedarf.
Die blauen Staaten sind die Mitgliedstaaten, die grünen Staaten, das sind sogenannte Observer States, die haben ein bisschen mehr Rechte als Nicht-Mitgliedstaaten, aber halt auch nicht volle Rechte. Also die geben ein bisschen mehr Geld und dürfen deswegen auch ein bisschen mehr. Aber ja, okay. Und es sind eine ganze Menge. Also am CERN gibt es tatsächlich 10.000 registrierte User. User sind so Leute wie ich, die halt für eine Universität arbeiten, aber am CERN ihr Experiment haben und ab und zu mal dahin fahren. Und dann gibt es noch irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Leute, die wirklich vom CERN angestellt sind. Aber die meisten Leute sind halt von irgendwoher, von der Uni Moskau und kommen halt ab und zu ans CERN oder bleiben halt auch eine längere Zeit da. Ja, genau. Ich bin ja aus Bonn, arbeite aber in Genf. Und da wollte ich dann noch mal ein bisschen erklären, wie das denn eigentlich gehen kann. Weil also wir sitzen da oben in Bonn und da gibt es auch Leute, die das Higgs suchen. Und 700 Kilometer weiter südlich steht das Experiment und da arbeiten die. Ja, wie funktioniert das? Dafür müssen wir erstmal angucken, wie man eigentlich so Teilchen sucht, also was man dafür machen muss. Das ist so grob drei Schritte. Erstmal muss man Teilchen beschleunigen. Wenn man sie schnell, also wenn man sie beschleunigt, macht man sie schnell. Wenn sie schnell sind, haben sie Energie. Also man muss ihnen quasi Energie geben. Dann bringt man sie zur Kollision. Also man lässt sie einfach aufeinander knallen. Die gehen dabei kaputt und jetzt entstehen neue Teilchen und das sind die, die man sucht und dann muss man das halt noch irgendwie aufzeichnen. Aber das machen wir jetzt nochmal im Detail. Wie beschleunigt man Teilchen? Also im Prinzip braucht man eine Batterie dafür. Wir haben jetzt mal so eine typische Batterie mit 1 Volt. Da macht man so 2 Metallplatten dran. Dann entsteht zwischen den Metallplatten ein elektrisches Feld. Wenn ich jetzt so ein typisches Elektron da reinsetze, wird das von der Platte, die hier links ist, abgestoßen, weil die negativ aufgeladen ist. Und wird zu der Platte rechts hin angezogen, weil die positiv aufgeladen ist. Und diese blauen Linien dazwischen ist das elektrische Feld. Und man sagt immer so, die geladenen Teilchen rutschen die elektrischen Feldlinien entlang. Der Punkt ist aber, dieses Elektron wird quasi von da nach dahin beschleunigt. Es wird schneller, weil es halt immer von dem negativen Pol weg will und zu dem positiven hin. Und hat dann am Ende eine Geschwindigkeit, also auch eine Energie. Und die Einheit, die wir in der Teilchenphysik benutzen, ist das Elektronvolt. Ein Elektronvolt ist ein Elektron, was von einer Spannung von 1 Volt beschleunigt wurde. Ganz einfach. Okay, jetzt wollen wir nicht mit einem Elektronvolt-Teilchen aufeinander schießen wollen, sondern mit 4 Billionen Elektronenvolt. Jetzt wäre es ein bisschen dämlich, 4 Billionen Batterien miteinander zu legen, weil es geht einfach auch nicht. Und ist auch sehr unelegant, deswegen hat man sich was anderes überlegt. Und zwar nimmt man einen Magneten und geladene Teilchen in dem Magnet fliegen um die Kurve. Das heißt Lorentzkraft, schon mal gehört? genau, die rechte Handregel. Ja, und die machen wir uns jetzt so nutze. Also dieses Teilchen kommt da hinten an, kommt in dieses Magnetfeld, fliegt aber weiter. Da es aber im Magnetfeld ist, fliegt es um die Kurve und kommt dann irgendwann, wenn man das Magnetfeld richtig wählt, wieder da hinten an und fliegt wieder durch die Beschleunigung, hat dann danach 2 Elektronenvolt und so weiter und so fort. Das wird das, ganz, also durch irgendwas. Ja, ja. Bei Vakuum drin. Also, ja, wir haben Vakuum drin, also trotzdem, wenn es um die Kurve fliegt, dann strahlt es auch Photonen ab und so und wird dann auch also langsamer. Ein bisschen gebremst wird. Ja, es wird ein bisschen gebremst. Wir machen es auch nicht mit einer Batterie. Aber das ist so das Grundprinzip davon. In echt sieht es dann so aus. Das ist jetzt mal so ein Bild vom LHC. Hier unten sieht man, dass er tatsächlich 100 Meter unter der Erde ist. Also ganz schön tief auch. Und wenn man da jetzt genau hinguckt, dann sieht man, da sind so 2 Ringe eingezeichnet. Und wenn wir jetzt Protonen aufeinander schießen wollen, müssen wir halt ein Proton in die eine Richtung und das andere Proton in die andere Richtung beschleunigen. Deswegen gibt es 2 Ringe. Diese blauen Teile sind die Magnete, die die Teilchen um die Ecke lenken. Also die gehören zwar zum Beschleuniger, aber eigentlich beschleunigen die nicht, sondern lenken nur um die Ecke. Die Beschleunigung passiert an einer Stelle, ich glaube, da kurz hinter Alice. Da ist so ein kurzes Stück, wo beschleunigt wird. Und dann laufen die da halt immer im Kreis und werden immer schneller. Ist dann um den kompletten Ring über, also ist der komplette Ring mit Magneten bestückt oder ist immer nur einer und dann wieder ein bisschen Pause und dann kommt noch einer? Also diese blauen Magnete, die sind, da sind 1000 irgendwas, glaube ich, Knoten drin. Und das sind wirklich 27 Kilometer Magnet an Magnet. Es gibt verschiedene Typen von Magneten.
Das sind die Dipolmagnete, die lenken wirklich nur um die Kurve. Die sind wie dieses, was wir da gerade gesehen hatten, dieses U. Dazwischen gibt es immer noch weiße, kürzere Magnete. Die haben die Aufgabe, die Teilchenstrahlen zu fokussieren. Also dann macht man Quadrupole, damit werden die Teilchenstrahlen quasi so zusammengequetscht. Und dann macht man beim nächsten Mal macht man ein Quadrupole, das so zusammenquetscht und so kriegt man die halt immer kleiner. Dieser gesamte Ring, die ganzen 27 Kilometer sind auf 1,9 Kelvin abgekühlt, weil wir Supraleitung benutzen müssen, um die Magnetfelder überhaupt so stark hinzukriegen. Deswegen sagt man auch, das ist der coolest place in the universe, wird immer so gesagt vom CERN. Also es ist halt kälter als draußen im All. Okay, ja, ich glaube, das... Helium. Also wir nehmen flüssiges Helium und dann wird der Druck noch erhöht. Moment, das muss sich jedenfalls aufdehnen. Also es wird quasi flüssig, hat man es ja schon auf 4 Kelvin und dann ändert man den Druck und dann wird das noch, man erhöht den Druck, dann wird das superfluid, heißt das. Dann hat es 1,9 Kelvin. Indem man einfach den Druck ändert, ändert es den Aggregatzustand und dann. Wie lange braucht ihr, bis er einmal rum ist sozusagen? Auch eine gute Frage. Also die in der Relativitätstheorie ist das Problem, also man kann halt nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit werden. Wenn man jetzt an die Lichtgeschwindigkeit immer näher rankommt, dann kriegen die Teilchen zwar mehr Energie, aber die werden halt nicht besonders viel schneller, sondern die Energie geht in die Masse von den Teilchen. Das heißt, wir haben eigentlich, also die letzten Beschleuniger waren alle schon 99,999% der Lichtgeschwindigkeit und jetzt haben wir halt noch ein paar Stellen mehr. Hat bedeutend mehr Energie, aber die Geschwindigkeit ist prinzipiell eigentlich Lichtgeschwindigkeit. Minus 0,00000, was weiß ich. Das heißt, also wenn man jetzt annimmt, die Teilchen fliegen dann mit Lichtgeschwindigkeit im Kreis, circa 30 Kilometer, kann man ausrechnen, dass die halt 10.000 Mal pro Sekunde im Kreis geflogen sind. Deswegen muss der so lang sein, damit man das noch messen kann oder... Nee. Deswegen ist der Durchmesser sozusagen. Weil man ihn dann, also die Teilchen kriegt man schneller, wenn man den Ring größer macht. Linearbeschleuniger hat dann nicht die Ringform, sondern ist tatsächlich... Genau, es sind einfach zwei Teilchen, die so aufeinander zugeschossen werden. Das muss dann ja auch gigantisch groß werden. Also das klingt schon einleuchtend, dass man das irgendwie so macht, dass das immer im Kreis und immer schneller und so. In was für Dimensionen muss man sich das vorstellen, wenn das linear gemacht wird? Also der Punkt ist mit linear und Kreis, da beschleunigen wir Protonen. Protonen bestehen aus Quarks, deswegen ist es halt ziemlich dreckig, sagen wir immer so. Also passiert halt sehr viel, weil halt nicht nur dieses ein, also was dann reagiert miteinander, sind halt Quarks aus den Protonen. Und dann gibt es aber noch andere Quarks und die machen halt ganz viel anderen Mist und das ist halt relativ schwierig rauszufinden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und bei den Linearbeschleunigern würde man halt andere Teilchen nehmen. Nämlich Elektronen und Positronen, die sind leichter. Warum man aber für so einen Ringbeschleuniger braucht man halt immer schwerere Teilchen? Weil je leichter die Teilchen sind, desto mehr Energie strahlen die ab, wenn sie um die Kurve fliegen. Wie packt man da jetzt ein Teilchen rein? Also wenn man es sowieso nicht sehen kann, fällt mir gerade Bericht vor, da irgendwie so ein Teilchen, woher nimmt man ein Teilchen? Ja, also man tut nicht ein Teilchen rein, sondern 10 hoch 23 Teilchen in so einem Paket. Und also die Protonen kommen tatsächlich aus einer Wasserstoffflasche. Also es ist so eine Gasflasche, die ist so groß, steht irgendwo am CERN. Wasserstoff ist ein Proton und ein Elektron. Wie bringt man denn ein elektrisches Feld, dann fliegen die in verschiedene Richtungen, muss man halt stark genug machen, dann hat man halt die Elektronen weg und nur noch die Protonen. Die werden erstmal linear beschleunigt, dann laufen sie durch einen Ring, werden ein bisschen schneller, dann laufen sie durch den nächsten Ring, werden ein bisschen schneller, wieder durch den nächsten Ring und dann, das ist glaube ich erst der fünfte Ring oder so, der LHC. Also man sieht, einen Vorbeschleuniger sieht man da ja noch, dieser kleine Ring. Und jeder dieser Ringe, die da am CERN sind, die waren irgendwann mal halt so das Neueste, Tollste, was es gab. In den 50ern, 60ern, 70ern. Ist das kurz zu sagen nochmal wegen der Energie? Wie hat das CERN ein eigenes Kraftwerk nochmal oder wie viel Energie wird da eigentlich jedes Mal reingestopft? Also CERN braucht schon verdammt viel Energie. Es hat kein eigenes Kraftwerk, aber es gibt ein Kraftwerk auf der französischen Seite, wo der Strom ein bisschen billiger ist. Da nimmt das CERN halt auch den Strom her und ja, also
man sagt immer, der Stromverbrauch in der Region Genf teilt sich ungefähr in drei gleich große Teile. Das eine sind die Privathaushalte, da leben ungefähr 300.000 Menschen. Der andere Teil ist die Industrie und der dritte Teil ist das CERN. Also es hat schon eine ziemlich hohe Stromrechnung. Wie hoch ist die Stromrechnung? Weiß ich nicht. Okay. Wie lange dauert das von 0 auf Lichtgeschwindigkeit? Ich glaube so 20 Minuten. Ja, also die Beschleunigung dauert so 20 Minuten und dann kann das, läuft er so 8 bis 12 Stunden durch und dann füllen die wieder neu mit neuen Teilchen. Und die alten Teilchen? Ja, die werden weggeworfen. Also es gibt Beamdump heißt es. Das ist einfach so ein großer Betonklotz, der steht da auch irgendwo unter der Erde. Und wenn man den Beam nicht, also den Strahl nicht mehr braucht, dann wird er einfach in diesen Betonklotz geschossen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Beton ist, aber da wird er wirklich. Hä? Ist da was? Dieser Betonklotz ist wassergekühlt. Nee. Ja, es gibt auch super viele so Sicherheitsmechanismen. Falls, also der Strahl muss halt sehr präzise in der Mitte bleiben und wenn da irgendwas ganz klein wenig abweicht, dann wird es innerhalb von 3 Runden, was ja ziemlich kurz ist, weil er ja 10.000 Mal pro Sekunde im Kreis fliegt, wird der Strahl dann in den Beamdump geleitet. Ja. Was ist denn, wenn das irgendwie plötzlich unkontrolliert wird? Also was kann dann passieren? Was kann ich wieder sagen? Worst-Case-Szenario, ja. Ja, also er würde halt... Ja, der würde halt Sachen kaputt machen. Also man möchte halt nicht, dass der irgendwo durchfliegt, weil der würde das halt... Also wird das dann mechanisch beschädigt, oder? Ja. Also dann wäre es kaputt. Wenn es zwei Strahlen, die dann gegenläufig aufeinander krachen, und wenn ein Strahl jetzt, also wenn beide Strahl jetzt mit selber, beide mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, krachen die dann ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander. Hm. Also nicht doppelt. Nee. Also jedes halt mit Lichtgeschwindigkeit und dann. Nee. Ja genau, und dieses Aufeinanderprallen passiert halt in 4 Orten im Ring, also da, wo die sich halt überkreuzen. Und in diesen 4 Orten sind halt die Experimente. Logischerweise. Okay. Ja, und dann an diesen 4 Orten werden die dann aufeinander geknallt. Und wenn man sich so überlegt, okay, man hätte jetzt 2 Autos, die man aufeinander knallt, hätte man danach halt einen Schrotthaufen. Aber in der Welt der Teilchen, die sind halt viel, viel kleiner, da gelten andere Regeln, also da gelten die Gesetze der Quantenphysik. Und die sind eigentlich ziemlich cool. Die sagen nämlich, wenn ich 2 Autos aufeinander knalle, habe ich hinterher ein cooleres Auto. Also die Idee ist, die Teilchen zerstören sich, die hören auf zu existieren und es bilden sich neue Teilchen. Und das ist diese eine Gleichung, die einzige Formel, die ich hier heute Abend bringen werde, E gleich mc². Das ist die Idee. Also E ist Energie, m ist Masse. Energie kann ich in Masse umwandeln. Wenn ich quasi jetzt 2 sehr hochenergetische Teilchen aufeinander knalle, habe ich halt sehr viel Energie, die wird frei, die Teilchen zerstören sich und aus dieser Energie, die da existiert, können halt neue Teilchen entstehen. Kann sich quasi diese Energie, die da ist, wieder in Masse von Teilchen umwandeln. Je mehr Energie ich habe, desto mehr unterschiedliche Teilchen kann ich erzeugen. Also ich brauche halt eine gewisse, die Energie muss höher sein als die Masse des Teilchens, damit es entstehen kann. Deswegen wollen wir immer höhere Energien erzeugen, damit wir halt Teilchen finden können, die wir noch nicht finden konnten, weil wir noch nicht genug Energie hatten. Aber der Ausgangsstoff ist dann immer der gleiche? Je nach Experiment, ja. Also man kann, also wir stießen halt Protonen aufeinander und davor waren halt Elektronen, Positronen da drin, die aufeinander geschossen wurden. Das ist Zufall, das kommt. Also was man reinsteckt, ist nicht Zufall, das wissen wir ja vorher. Aber was dann passiert, genau, das ist ein statistischer Prozess. Wir wissen nicht. Also man kann niemals sagen, bei diesem Mal entsteht jetzt das oder das. Man kann immer nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aus diesen Kollisionen Higgs kommt, ist so und so groß. Aber, ja. Sind das da Plüschteilchen? Ja, die kann man kaufen. Die kann man kaufen. Die sind auch sehr cool. Particle Zoo heißt es. Wir haben die im Institut, so eine ganze Box, das ganze Standardmodell. Ziemlich cool. Also wir gehen halt häufig an Schulen und machen da so...
Projekttage, dann nehmen wir die mit. Ihr seid ja lustig. Ja, also hier ist das Higgs. So sieht's aus. Okay. So, jetzt an diesen vier Stellen, wo wir das machen, wo wir die Autos aufeinander knallen lassen, machen wir halt dann jeweils ein Foto davon. Wir wissen ja, also es nützt uns ja nichts, wenn wir neue Teilchen erzeugt haben, wenn wir hinterher nicht wissen, was da eigentlich passiert gewesen ist. Deswegen stellen wir da diese Detektoren hin und das sind eigentlich im Wesentlichen riesig große Digitalkameras. Also das waren diese Bilder, die ich am Anfang gezeigt habe, die so riesig groß waren, das sind diese Detektoren. Halt an vier Stellen und Atlas, das da unten, das ist da, wo ich mit arbeite. Das ist das Tollste, oder? Das ist das Tollste, sowieso. Nee, CMS ist auch gar nicht so schlecht. Also wir beide, also die zwei sind quasi so, man sagt mal, Multipurpose-Detektoren, also die suchen nach allem, was sie finden können, während Alice und LHCb, die haben halt, die sind halt darauf ausgelegt, besondere Physikprozesse, die sie sehr interessant finden, halt zu untersuchen. Also die haben nicht so ein großes Programm, sondern die haben eher ein kleineres Programm, wonach sie suchen, und wir suchen halt nach allem, was wir finden können. Ja, also wenn ich dann sage, der Atlas-Detektor macht ein Foto, dann sieht es so aus. Das ist so ein Foto, wie er aus dem Atlas-Detektor kommt. Hier links kommt ein Proton rein, hier rechts kommt ein Proton rein. Also eigentlich kommt halt immer nicht nur eins rein, sondern super viele. Wir haben halt die Menge der Protonen genau so gewählt, dass man dann ungefähr davon ausgehen kann, dass sich so 10 bis 20 davon treffen und eine Kollision machen. Dann in der Mitte sind die quasi aufeinander gestoßen, haben sich zerstört und dann sind neue Teilchen entstanden und die sieht man dann in diesen farbigen Spuren. Jede dieser farbigen Spuren entspricht quasi einem geladenen Teilchen, was aus der Kollision rausgekommen ist und wechselwirkt mit dem Detektor. Also der Detektor ist quasi so ausgelegt, dass er halt einfach aufzeichnet, wo so Teilchen langgeflogen sind. Also die wechselwirken immer mit dem Material und dann lassen halt ein elektrisches Signal. Ja, so sieht es dann quasi aus. Ja, das ist nochmal dieses Bild vom Atlas-Detektor, was wir eben schon hatten. Nur nochmal, um diese enorme Größe zu verdeutlichen. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Da war er noch im Bau. Also hier innen ist jetzt eigentlich alles voll mit Elektronik. Komplett. Als ich so im, weiß ich nicht, 6., 7. Semester war, waren wir mal am CERN auf Exkursion und durften tatsächlich in die Halle, da war der noch nicht fertig. Und dann stand man halt da unten drin und hat da hochgeguckt und es geht halt 45 Meter in die Höhe. Also, 25, aber trotzdem, es ist verdammt groß. Das steht man davor, guckt da hoch und es ist alles voll mit Elektronik. Und also ich konnte einfach nicht glauben, dass das funktionieren kann. Also ich zweifle manchmal immer noch, dass das irgendwie ziemlich krass ist, dass das funktioniert, aber es funktioniert irgendwie schon. Ja, also hier ist nochmal so eine kleine genauere Beschreibung von dem Detektor. Der ist 45 Meter lang und 22 Meter hoch und 7000 Tonnen schwer. Das ist ungefähr so schwer wie der Eiffelturm. Also so hoch wie Notre Dame und so schwer wie der Eiffelturm, glaube ich, sind die Vergleiche. Ja, und das Besondere ist halt, der ist wirklich voll mit Elektronik. Also da gibt es kaum noch einen Platz, wo nicht irgendwie ein Kabel ist oder halt Elektronik. Und naja, da ich von der Uni Bonn komme, muss man natürlich betonen, was die Uni Bonn da gemacht hat. Die haben den Pixel-Detektor gebaut. Das ist der sitzt ganz, ganz innen und macht halt sehr genau, hat eine sehr große, genaue Auflösung, macht halt genaues Bild davon, wo die Kollision wirklich passiert ist. Und der hat 80 Megapixel. Das klingt jetzt erstmal nicht so beeindruckend. Ich meine, es gibt ja Digitalkameras, die haben ähnlich viele Megapixel. Aber das Besondere dabei ist, was eure Digitalkameras wahrscheinlich nicht schaffen, ist, der macht 40 Millionen Fotos in der Sekunde. Ja, 40 Millionen ist ganz schön viel. Das ist eine ganze Menge Daten, die da rauskommen, aber wir brauchen halt nicht alles davon. Ja, also die meisten Sachen, die passieren, also die am häufigsten passieren, sind Sachen, die wir schon lange kennen und die uns eigentlich gar nicht mehr interessieren. Sondern wir sind interessiert an Sachen, die selten passieren. Deswegen müssen wir halt so unheimlich viel Daten nehmen und 40 Millionen Mal pro Sekunde wirklich das Experiment durchführen, damit wir halt möglichst hinterher genug Sachen von den interessanten Dingen übrig haben. Das heißt, von den 40 Millionen pro Sekunde schreiben wir nur 200 weg. Gibt es dann irgendwie einen Filter, der dann die Interessanten raussucht und genau, dann wegspeichert? Also es gibt, okay. Trigger heißt das, es gibt ein dreilagiges, also drei Trigger hintereinander. Der erste entscheidet wirklich anhand der elektronischen Signale, das ist interessant und das ist nicht interessant.
Dann hat man da schon mal bedeutend weniger Daten. Dann läuft da so ein grober Algorithmus drüber, der da so Sachen rekonstruiert und so überlegt, ah, das könnte das und das und das sein. Und der sortiert auch nochmal. Dann hat man dann wieder weniger Daten und dann läuft noch ein dritter Trigger drüber, der dann irgendwie noch genauere Berechnungen macht und aussortiert. Wenn ihr jetzt so einen Bug im Trigger habt, dann findet ihr einen Sixbosom oder hättet ihr einen. Genau, das wäre ziemlich doof gewesen. Die Trigger schaffen das aber trotzdem mit der Geschwindigkeit von mehreren Millionen Fotos pro Sekunde. Genau, deswegen ist halt einer wirklich Hardware. Der reduziert das schon mal gewaltig. Also Computing Power hätte halt nicht gereicht, die alle zu analysieren und dann zu entscheiden. Das reicht einfach nicht. Ja, okay, trotzdem, dass wir halt nur 200 Bilder pro Sekunde wegschreiben, wenn man das aufsummieren würde über ein Jahr und auf CD wegschreiben würde, was wir natürlich nicht machen, aber das gäbe einen Stapel von CDs, der wäre ca. 20 Kilometer hoch. Also das wären halt schon eine ganze Menge Daten, ja. Wird dann wirklich eine Sekunde lang gespeichert oder wie lange wird ein Bild gespeichert? Informatiker. Weiß ich nicht. Also die auf Hardware-Level, also die beim ersten Trigger schon nicht durchkommen, die werden gar nicht irgendwo weggeschrieben. Ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt. Was halt machbar ist. Ja, jetzt komme ich zurück zu der Frage, wie das denn sein kann, dass das Experiment in Genf ist und ich aber in Bonn sitze, weil diese Daten, die werden quasi am CERN aufgenommen und dann in die ganze Welt verteilt. Das nennt sich GRID. So ein bisschen wie Cloud Computing, das ist ziemlich dieselbe Idee. Die Daten werden halt vom CERN aus dann in die Welt verteilt und ich in Bonn kann dann meine Daten benutzen und das ist auch völlig egal, wo die liegen. Also ich arbeite mit Daten, die in Kanada liegen oder in Australien, das ist völlig wurscht. Und die Idee vom GRID, glaube ich, war ursprünglich, dass man quasi den Code zu den Daten schickt und dann da gerechnet wird, wo die Daten liegen und dann kriege ich mein Ergebnis zurück. Funktioniert meistens nicht ganz so, sondern häufig lädt man sich die Daten dann doch irgendwie wieder runter, nachdem man sie irgendwie verkleinert hat. Aber das ist so die Idee dahinter. Okay. Das war es jetzt zu der Technik am CERN, ja. Wenn man jetzt einmal hat krachen lassen, wie viele Daten hat man dann da rumliegen? Verstehe ich nicht, also, die Frage. Wenn man ein Experiment durchgeführt hat, irgendwie, das hat dann 8 Stunden lang gedauert und dann hat man die Strahlen zusammenkommen lassen, hat man aufgezeichnet, wie viele Daten liegen dann da. Also wie viele Daten kriegt man da raus? Also meinst du jetzt in Megabyte oder was? Genau. Kann ich so genau nicht beantworten. Aber es gibt auch da wieder mehrere Schritte. Also was dann erstmal weggeschrieben wird, sind Rohdaten. Die werden dann prozessiert, rekonstruiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt einen Datencontainer, der ist noch relativ groß, weil er sehr detaillierte Informationen hat. Dann wird der nochmal verkleinert in ein anderes Datenformat, der kleiner ist. Und dann macht sich jeder privat aus diesen Daten nochmal ein N-Tupel, also nochmal ein kleineres Datenformat. Arbeiten am Ende tut man mit so ein paar Giga bis Terabyte für so ein Jahr ungefähr. Am Anfang, da ist so wahrscheinlich, ich kann keine Zahlen nennen, aber es ist sehr viel, die werden auch dann alle irgendwann wieder gelöscht. Und also es gibt immer wieder Software-Updates, also die Software, mit der wir das alles machen, die wird auch immer wieder aktualisiert und dann wird halt nochmal komplett neu über alle Daten drüber gelaufen, damit es konsistent ist miteinander, die verschiedenen Datenobjekte. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum 4. Juli 2012. Ein großer Tag für die Teilchenphysik. Und zwar war da ein Seminar am CERN. Das hat man da deswegen am 4. Juli gemacht, weil am 5. Juli in Australien eine große Teilchenphysikkonferenz angefangen hat, die ICHEP. Und da wurde erwartet, dass quasi Ergebnisse von ATLAS und CMS zur Suche nach dem Higgs gezeigt werden. Und man wollte das aber diese große Bekanntmachung lieber am CERN machen. Deswegen hat man vorher ein Seminar am CERN gehalten. Da sieht man so ein Bild davon. Also das Main Auditorium von CERN, war proppevoll. Und da haben tatsächlich Leute, also es ist nicht gelogen, haben Leute vor dem Hörsaal übernachtet, um da reinzukommen. Und eine ganze Menge von denen sind da nicht mehr reingekommen, weil also die haben halt schon für die wichtigen Leute, für den Peter Higgs zum Beispiel, haben sie schon Plätze reserviert. Ja, also es war wirklich wie so eine Rockkonzertstimmung wohl. Ich war leider nicht da.
Und wurde halt auch ins Internet übertragen. Also ich habe das auch live geguckt, aber halt zu Hause am Küchentisch, weil ich halt gerade nicht am CERN war. Die Leute, die man auf dem Bild sieht, abgesehen von den vielen Leuten, die da unbedingt in diesen Hörsaal wollten, ist der Rolf Feuer, den hatten wir eben schon mal. Das ist der CERN-Generaldirektor. Fabiola Giannotti, das ist die Sprecherin vom Atlas-Experiment. Sozusagen meine Oberchefin. Und der Joe Incandela, das ist der vom Konkurrenzexperiment CMS. Und die Aufregung war halt sehr groß, weil, gut, wenn man in Atlas und CMS war, wusste man ja schon, was sie da zeigen werden, nämlich, dass sie ein neues Zeichen beobachtet haben. Und das war halt die große Aufregung. Das ist halt, also in Physikersprache sagen wir immer, es ist ein Teilchen, was konsistent ist mit dem Standardmodell Higgs. Also wir können halt nicht mit Sicherheit sagen, dass es wirklich das Higgs ist, aber es sieht so aus wie das Higgs. Da war halt die Aufregung groß, weil er wirklich seit 50 Jahren danach gesucht wurde. Und das war halt echt ein sehr, sehr großer Moment, dass wir das jetzt endlich haben. Und im Publikum war halt auch Peter Higgs, der war auch sehr berührt. Und dann gab es halt eine große Party am CERN, alle waren super glücklich. Aber wir fangen nochmal von vorne an und gucken, wie man das jetzt eigentlich macht. Also wie haben wir das Higgs gefunden? Hast du eine Antwort davon? Vom Higgs? Ja. Ja, nur dieses Stoffdings. Sorry. Das Foto, was diese Celebrity-Digitalkamera aufgezeigt. Ach so. Komme ich gleich zu. Also wie sucht man das Higgs? Man überlegt sich erstmal, was sagt mir die Theorie über das Higgs? Das Higgs ist schwer und schwere Teilchen zerfallen einfach schnell. Das heißt, selbst wenn ich es erzeugen kann, kann ich es nicht nachweisen, weil es sich sofort wieder zerfällt in andere Teilchen. Aber ich weiß halt, dass es aus der Theorie, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, in zwei Photonen zu zerfallen oder zwei W-Bosonen, das sind andere Teilchen, die dann auch wieder zerfallen, oder das Z-Boson oder so, oder in zwei B-Quarks. Also gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, in was das Higgs-Teilchen zerfallen kann. Und dann sucht man halt quasi nach dem, was hinten rauskommt. Und jeder, der jetzt ein Higgs-Sucher ist, der überlegt sich halt, oh, ich möchte gerne nach Higgs nach 2B-Quarks suchen, weil er den irgendwie interessant findet. Und überlegt sich, okay, wie sieht das jetzt aus im Detektor? Also so wie sieht so ein B-Quark aus? Was macht das im Detektor? Was kann ich noch sagen über meine Events, wenn das Higgs-Events gewesen sind? Ist da vielleicht irgendwo irgendwelche Schwellen von irgendwelchen Variablen überschritten? Also man überlegt sich halt, wie man das finden kann. Dann macht er sich so einen Plan. Und sucht dann nach Fotos aus der Kamera, die so aussehen, als wären das, könnten das Higgs gewesen sein. Das Problem ist aber, weil man ja das Higgs selbst nicht messen kann, sondern nur das, was hinten rauskommt, dass es eigentlich immer andere Prozesse gibt, Sachen, die wir lange kennen, die eigentlich langweilig sind, die ganz genauso aussehen im Detektor. Also wir können niemals sagen, das war jetzt ein Higgs oder das war irgendein Untergrundprozess, weil es einfach für uns identisch aussieht. Deswegen habe ich auch kein Foto vom Higgs, weil das könnte ja auch alles andere sein. Aber es gibt also auch andere Teilchen, die in 2Z-Bosonen zerfallen, nicht nur das Higgs-Teilchen. Ja, genau. Oder es gibt, oder es müssen noch nicht mal, also die Z-Bosonen zerfallen ja auch wieder in andere Teilchen. Und es kann halt Prozesse geben, die aussehen wie das, was hinten rauskommt, aber da waren wieder Z in der Mitte und noch ein Higgs. Weiß man halt nicht. Okay, also ich überlege mir, was erwarte ich, wie sieht es aus dem Detektor, was kann es noch geben, was so aussieht. Mache mir so eine Liste, so eine Kriterienliste und dann gucke ich mir alle Bilder an und frage, ob die Kriterien erfüllt sind. Und dann mache ich mir so einen Stapel. Also ein fiktives Beispiel jetzt mal. Also wir haben uns so eine Liste überlegt und wir finden 200 Bilder, die so aussehen. Dann wissen wir halt aus theoretischen Überlegungen, dass von diesen 200 Bildern 150 erwarten wir, dass ich die sehe, aber gar kein Higgs sind, sondern irgendwas anderes. Dann bleiben halt noch 50, von denen ich sagen kann, ah, okay, das ist jetzt ein Higgs. Das ist statistisch, also 200, genau. Und dann kann man sagen, okay, 150 werden wohl was anderes sein, wir erwarten aber statistisch, dass der restliche... Genau. Und natürlich haben alle diese Zahlen einen Fehler und deswegen muss man halt möglichst häufig laufen und möglichst große Zahlen zurechnen, damit der Fehler klein ist, damit man mit Sicherheit sagen kann, das ist jetzt mehr, als wir vom Untergrund erwartet haben, weil der Untergrund kann ja auch mal sehr zufällig alles. Wenn man das nicht häufig genug macht, kann ich halt zufällig eine Fluktuation nach oben haben und sehe 170. Ja, und dann also zur Frage, welches jetzt von diesen Bildern das Higgs ist, das kann man halt einfach nicht sagen. Ne? Also ich kann niemals sagen, dieses Foto ist ein Higgs und das hier ist der Untergrundprozess, der genauso aussieht.
Das war die Message von der Folie. Es gibt überhaupt kein Anzeichen, wo man sagen kann, das ist ein Hicks. Also wir können halt nur zählen und sagen, okay, ich erwarte 150 von Sachen, die ich kenne. Wenn ich jetzt 200 beobachte, habe ich da irgendwie 50 mehr, als ich erwartet hätte. Also ist das offensichtlich irgendwas anderes. Ich kann halt aber auch nicht sagen, es ist mit Sicherheit ein Hicks. Ich kann halt nur sagen, es verhält sich so, wie ein Hicks-Teilchen sich verhalten würde. Deswegen immer diese komische Formulierung der Leute am CERN, ein Teilchen, was konsistent ist mit dem Standardmodell Higgs. Ja. Wenn man das dann irgendwie so in echt mal macht, dann sieht das so aus. Also das ist der echte Plot, der in der Veröffentlichung zur Entdeckung von Atlas drinsteht. Was man hier aufträgt auf der X-Achse ist die Masse des Teilchens. Also es war vorher gar nicht klar, welche Masse es hat. 126 GeV wusste man halt nicht. Man hat immer von der einen Seite gesucht, von der anderen Seite gesucht und konnte halt immer wieder Massen ausschließen, dass es da auf jeden Fall nicht ist. Und irgendwann hat man es halt dann auf diese eine Masse festgesetzt. Und diese durchgestrichene, durchgezogene Linie da oben, das ist quasi die Messung. Und wenn die bei 1 ist, dann ist es quasi konsistent mit dem Standardmodell. Dann haben wir da nicht quasi 50 mehr, sondern nur die 150 Bilder erzeugt. Und dann sieht man halt, wenn man eine Masse von 126 GeV annimmt, dann haben wir da plötzlich einen großen Ausschlag nach unten. Und hier auf der Achse sind 5 Sigma eingezeichnet. 5 Sigma ist so die Abweichung in Größe von Fehlern. Ja, also wenn ich einen Messwert habe und einen Fehler, der irgendwie eine bestimmte Größe hat, wenn ich dann 5-mal den Fehler davon weg bin und da ist dann erst mein Messergebnis, dann sagen wir, das ist eine Entdeckung. Das kommt aus der Statistik. Also wollte ich auch gar nicht so lange drüber reden, eigentlich nur, also so sieht es dann echt aus. Und genau, dann wollte ich vielleicht noch kurz drüber reden, wie denn so mein Arbeitsalltag aussieht. Also man fängt eben an mit einer theoretischen Überlegung, was man gerne suchen möchte. Und dann sitzen wir eigentlich den ganzen Tag am Computer. Also wir fangen an mit Zettel und Bleistift und dann haben wir uns ein Konzept überlegt und dann müsste es programmiert werden. Also was ich eigentlich den ganzen Tag mache, ist C++-Code schreiben, der mir über die Daten läuft und die Ereignisse raussucht, die vielleicht interessant sind. Und wenn ich dann was rausgefunden habe, dann präsentiere ich das in einem Meeting. Wir haben sehr viele Meetings. Wir sind halt eine internationale Kollaboration. Also ich arbeite mit Menschen zusammen, die sitzen in den USA, in Indiana, in Moskau und am CERN. Und wir arbeiten aber alle zusammen, indem wir halt immer so ein Videokonferenz-Meeting machen. Also die zum einen unter uns und zum anderen gibt es halt auch welche, die am CERN sind. Das ist so ein Meetingraum am CERN. Hier vorne ist so ein Sprecher. Die Folien, die der zeigt, hat er vorher auf einer Webseite hochgeladen. Die kann ich mir dann quasi in Bonn auch aufmachen. Und was er sagt, wird halt mit Videokonferenz übertragen. Und ich kann dann aus Bonn an dem gleichen Meeting teilnehmen und Fragen stellen und kommentieren und selber Vorträge halten, obwohl ich gar nicht vor Ort bin. Also es macht echt einen sehr großen Teil unserer Arbeit aus, dass wir halt Videokonferenzen machen. Das ist manchmal ein bisschen ätzend, weil die Tonqualität dann meistens doch nicht so gut ist, dass man dann irgendwie nicht so gut mitkommt oder so, aber im Prinzip funktioniert das sehr gut. Macht ihr das mit Skype? Ich mache tatsächlich viel mit Skype, aber mehr privat. Also die offiziellen Meetings machen wir mit einer Software, die heißt Video. Und, ja. Nee, Video kann auch Audio. Ja, aber sonst, also wenn ich so mit Leuten diskutiere privat, dann mache ich echt viel mit Skype. Das ist ein Bild aus dem Atlas-Kontrollraum, das gehört auch zu unseren Aufgaben. Flo war auch sogar schon mal da. Da sitzt man dann 8 Stunden und passt auf den Detektor aus. Also der muss halt rund um die Uhr, muss da jemand sitzen und aufpassen, dass da nicht irgendwelche Hochspannungen ausfallen oder schlag mich nicht, weiß ich nicht. Kann halt super viel kaputt gehen oder irgendwelche, oder die Daten sehen irgendwie merkwürdig aus, weil der Trigger nicht richtig funktioniert oder so. Das sieht man halt dann auf solchen Monitoren. Und am Anfang, als wir angefangen haben, saßen halt rund um die Uhr 20 Leute, um zu gucken, dass dem Detektor nichts passiert. Und dann haben wir es halt Schritt für Schritt reduziert. Jetzt sitzen wir ein paar weniger. Ich glaube, ein Faktor 3 weniger oder so. Und das halt wirklich rund um die Uhr in 8-Stunden-Schichten. Von 7 bis um 3, von 3 bis um 11 und von 11 bis um 7. Also nachts. Aber also wenn das passiert, dann ist doch, ich meine, schaltet der doch automatisch quasi ab oder wie, aber er hat ja den Ausknopf an neben dem Pult oder so.
Nee, wir haben keinen Ausschnitt neben dem Pult. Also wir haben da so eine Software, da sieht man so ein bisschen, ja, sieht man nicht so richtig. Also es gibt da so Software, wo man wirklich die Detektorkomponenten außen anschalten kann, wenn man die richtigen Rechte hat. Aber als normaler Schichter, so wie ich das immer war, ist man eigentlich so ein bisschen nur, man sitzt nur da und passt auf, wenn irgendwas irgendwie nicht mehr grün ist, dann ruft man den Experten an, der kommt vorbei und fixt das Problem. Also, die Software selber gemacht? Oder? Die wurde auch von Physikern entwickelt, ja. Da kann ja nicht schief gehen. Ja, weil wir alle super programmieren können. Wenn Datenpunkte draussehen, kann es nicht sein, dass was Tolles passiert ist? Kann auch sein, aber wenn irgendwie keine Daten mehr ankommen, dann ist es wahrscheinlicher, dass mit dem Trigger irgendwas nicht stimmt. Oh, also man kann dann sagen, dass ein Teil besteht Forschen und Überlegen und Konferenzen machen und der andere Teil ist, also so, man muss sich halt auch hinsetzen und dann mal aufpassen. Also das heißt Service Work? Jeder, der bei der Atlas-Kollaboration dabei ist, muss halt eine gewisse Anzahl von Service-Arbeit leisten. Damit er, also zum einen muss jeder ungefähr ein Jahr lang wirklich Arbeit machen, die irgendwie Software validieren oder was weiß ich was, damit man als Autor qualifiziert ist, damit dein Name auf dem Paper draufsteht. Weil so ein Paper, was von Atlas veröffentlicht wird, hat 3000 Autoren. Oder 2900 irgendwas. Ja, also das Higgs-Paper hat 3000 Autoren, weil die Policy ist, dass jeder, der Atlas-Member ist, quasi auf jedem Paper mit draufsteht, weil es halt, man kann einfach nicht mehr sagen, der oder der hat das gemacht, weil, ich meine, auch das Higgs zu finden, da haben zwar Leute wirklich Higgs-Analysen gemacht, aber der Detektor musste ja auch laufen, da saßen Leute, haben ihre Nacht im Kontrollraum verbracht, um dafür zu sorgen, dass der Detektor funktioniert. Deswegen ist halt die Politik, dass jeder Autor von jedem Paper ist. Ja. Steht es dann bei jedem Paper drauf oder steht dann CERN drauf? Nee, also es steht auf jedem Paper direkt unter dem Titel steht drauf The Atlas Collaboration und dann gibt es einen Anhang mit der Autorenliste, das sind glaube ich 14 oder 17 Seiten mit 3000 Namen. Okay. Ja. Wird das denn jetzt wirklich entdeckt oder denkt man, dass statistisch gesehen die Chance relativ hoch ist, dass man es entdeckt hat? Ja, mehr als das kann man nicht sagen. Also es könnte auch sein, dass das alles nur ein großer... Naja gut, ich meine, Chance relativ hoch heißt irgendwie 99,999% Sicherheit. Aber weil gut, absolute Sicherheit kann man halt nie haben. Das war langweilig. Was sucht ihr jetzt? Naja, wir wissen immer noch nicht, was dunkle Materie ist, wir wissen immer noch nicht, was dunkle Energie ist, wir wissen immer noch nicht, wo die Antimaterie hin ist. Also eins dieser vier Experimente sucht wirklich, hat als Aufgabe wirklich sich gestellt, diese Frage mit der Antimaterie zu beantworten. Die haben sich halt genau darauf spezialisiert. Und also es gibt noch viel zu tun. Wir haben halt jetzt dieses Teilchen gefunden, aber wir wissen ja noch gar nichts über dieses Teilchen. Jetzt werden halt, brauchen wir noch mehr Daten, damit wir dann mit noch größere Statistik drauf gucken können und dann versuchen wir rauszufinden, was das für Eigenschaften hat. Und wir suchen halt nach, also es gibt ganz viele Theorien, die irgendwelche neuen Sachen vorhersagen, die halt über Standardmodelle hinausgehen. Es gibt sehr, sehr viele und eigentlich die meisten Leute suchen halt nach Event-Signaturen, die so aussehen, als wäre das aus solchen Theorien. Da haben wir noch einen. Ja. Wie sieht das mit Alice und NACW aus? Die schon haben ihr Ziel erreicht? Ja, also unser Ziel erreicht haben wir nie. Also ja, wenn wir die Wahl haben, machen wir natürlich immer weiter, weil man immer noch irgendwie was suchen kann. Also Alice sucht nicht in Proton-Proton-Kollisionen, sondern hauptsächlich in Blei-Kollisionen. Die habe ich euch komplett unterschlagen. Ungefähr so 2 Monate vom Jahr läuft der LHC nicht mit Protonen, sondern mit Blei-Ionen. Das heißt dann Heavy Ions und Alice ist eigentlich auf diese Blei-Kollisionen ausgelegt und da wurde tatsächlich schon was gefunden. Also Atlas nimmt auch Daten mit Blei-Kollisionen. Es gibt auch eine kleine Physikgruppe, die diese Kollisionen anguckt. Und da haben sie tatsächlich schon was gefunden, mit so einem Quark-Gluon-Plasma heißt es. Also da entsteht halt quasi so ein Plasma und ja, also egal. Kann ich nicht erklären. Bitte? Blei, weil es recht schwer ist. Ja, weil es halt viel, weiß eigentlich gar nicht genau warum. Ja, weil klar, die wollen irgendwas mit vielen Protonen-Neutronen im Kern. Wolfram wäre eigentlich auch schwer. Ist aber wahrscheinlich teurer, oder? Also es sind wirklich Überlegungen, die eine Rolle spielen. Man kann natürlich auch nicht da irgendwelche, also ich meine, wir
wir brauchen viel Geld für das, aber wir können ja nicht, also ich meine, das seid ja ihr, die das bezahlen. Das ist ja alles aus Steuergeldern. Blei ist billiger. Bitte? Blei ist billiger. Würde ich tippen. Also ich kenne mich mit Schwerionenphysik ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Kann ich echt nicht so viel zu sagen. Ja. Also das ist eigentlich meine letzte Folie. Jetzt kommt nur noch eine Zusammenfassung. Ich habe noch eine Frage zum Standardmodell. Ja. Wie wird denn da die Gravitation erklärt? Gar nicht. Die Gravitation ist im Standardmodell nicht beschrieben. Das ist auch noch eine Sache, die wir gerne hätten. Es gibt noch die GUT, die Grand Unified Theory. Die hat dann auch noch das Standardmodell mit drin. Die Gravitation. Was ist das nächste Teilchen, das gesucht wird? Alles. Also es gibt noch eine Theorie, die heißt SUSY, Supersymmetry. Da ist postuliert, dass es zu jedem Teilchen, so wie Lepton und Quark, noch so ein Vermittlerteilchen gibt. Und nochmal quasi eine Spiegelung. Und da sucht man halt auch fieberhaft danach, schon auch seit 20, 30 Jahren, weil es halt eine sehr schöne Theorie ist. Schöne Theorien sind halt immer sehr symmetrisch und das würde halt noch eine Symmetrie mehr in die ganze Sache reinbringen. Und da suchen sehr viele Leute nach, aber bisher auch ohne Erfolg. Es ist rein theoretisch möglich, dass man die ganze Zeit nach einer Bisymmetrie sucht, aber die tatsächlich dreifach symmetrisch ist. Wahrscheinlich. Also möglich ist alles. Also was ich jetzt gesagt habe, ist halt die Arbeit von Experimentalphysikern. Es gibt noch eine ganze Sparte, die heißt, sind die Theoretiker, die theoretischen Physiker, die machen nichts anderes, als zu Hause zu sitzen und sich Theorien auszudenken. Aber ich meine, also es muss ja dann irgendwo diese Auswahl stattfinden, welche Theorien als testenswert erachtet wird. Also es gibt ja auch wahrscheinlich manchmal Erklärungen, wo es verschiedene Theorien dafür gibt und man dessen gerne verfolgt. Ja. Ja, so. Bevorzugt wird halt nach Theorien gesucht, die sehr schön sind, weil die irgendwelche Probleme halt sofort gut lösen oder weil dann wieder irgendwo eine Symmetrie mehr auftaucht oder so. Aber klar, also im Prinzip, es gibt unendlich viele Theorien, die unendlich viele Sachen vorhersagen und es gibt auch ziemlich viele so Suchen, das mache ich zum Beispiel, dass man sich einfach überhaupt keine Theorie überlegt, sondern sich irgendwie überlegt, okay, ich suche nach Teilchen, die sehen so und so und so und so aus. Und wenn man die dann findet, dann kann man sich immer noch überlegen, was das gewesen ist. Also klar gibt es halt, man sucht sich Theorien raus, die das motivieren würden, aber das sind halt meistens keine Mainstream-Theorien. Also es sind halt Sachen, die sind nicht besonders populär, aber man kann ja trotzdem mal danach suchen. Ich meine, was es wirklich gibt, wissen wir halt nicht. Beschäftigst du dich in deiner Diss auch mit einem Mixteilchen? Nee, ich mach was komplett anderes. Ich darf das hätte ich gar nicht so viel drüber sagen, was ich eigentlich mache. Hast du das jetzt vielleicht nur gesagt? Hä? Hast du das jetzt vielleicht nur gesagt? Nee, ich arbeite wirklich nicht am Hex. Wie geheim sind denn diese Forschungen? Da arbeiten ja wirklich tausende von Leuten damit. Mhm. Und die Ergebnisse werden ja irgendwie, also jetzt in dem Fall groß in der Konferenz und wie auch immer der Öffentlichkeit präsentiert, aber wird denn vorher darüber gesprochen oder herrscht da wirklich Stillschweigen über Ergebnisse? Oder? Also innerhalb der Konferenz, innerhalb der Kollaboration, also allen Leuten, die an Atlas beteiligt sind, mit denen kann ich ganz offen darüber reden, was ich mache. Aber das, wir müssen halt auch im Kopf behalten, dass es halt noch ein anderes Experiment gibt, nämlich CMS. Und es ist halt schon so ein kleiner Wettstreit, wer zuerst irgendwas gefunden hat. Und da möchte man halt nicht, dass die jetzt irgendwie sagen, ah, die sehen da was, das ist eine gute Idee, gucken wir auch mal und dann sind wir schneller und veröffentlichen das schnell und dann sind wir die Ersten. Warum denn? Weil ich meine, das ist nicht das bringen wir alle Leute zusammenarbeiten? Und ich nee, also dieser Wettstreit mit CMS hat tatsächlich einen guten Nebeneffekt. Also zum einen arbeiten wir ein bisschen schneller und produktiver, weil wir uns halt nicht viel Zeit lassen können, weil wir halt immer Angst haben, dass die schneller sind. Und zum anderen, die Entdeckung mit dem Higgs wäre nur halb so viel wert gewesen, wenn das nur ein Experiment gesehen hat. Das ist aber jetzt Atlas und CMS, zwei unabhängige Experimente, an derselben Stelle genau das Gleiche beobachtet haben oder was sehr Ähnliches beobachtet haben. Dadurch sind wir uns halt sehr viel sicherer, dass es wirklich kein Messfehler war, sondern wirklich tatsächlich da ist. Dass ich das richtig verstanden habe, an diesem Teilchenbeschleuniger sitzen quasi also diese vier Kameras. Mhm. Und
die nehmen alle das gleiche Experiment auf und die werden dann unterschiedlich ausgewertet? Nee, also die nehmen alle Proton-Proton-Kollisionen auf. Aber jede Proton-Proton-Kollision ist ja ein statistischer Prozess und hat mit der nächsten Proton-Proton-Kollision nichts zu tun. Das heißt, die CMS hat schon andere Daten als wir, aber genau, also ungefähr gleich viele von diesen Kollisionen. Und die Physik, die in CMS und Atlas passiert, sollte ja dieselbe sein. Aber es passiert im Prinzip gleichzeitig. Es passiert gleichzeitig, genau. Und es ist auch nicht so, dass jeder Doktorand meine Strahlzeit kriegt oder so, sondern die Daten werden genommen und jeder, der in dem Experiment beteiligt ist, kann alle Daten haben und darin suchen. Das ist anders als zum Beispiel in der Astronomie, wo jeder sich seine eigenen Daten besorgt. Weil wir halt einfach so viel Statistik brauchen, um überhaupt was nachweisen zu können, das würde gar nicht anders gehen. Und dann sitzen da zwei oder vier Gruppen und wenn sie zusammen Mittagessen gehen, wird man schon komisch angeguckt, so, oh, mich erzählt ihr jetzt. Also ich habe auch so Freunde, die bei CMS beteiligt sind, so ist es nicht. Aber wir reden halt nicht, also der eine hat halt sogar nach nichts gesucht, der hat mir natürlich nicht erzählt, was er jetzt da gesehen hat. Darf er halt nicht. Hm. Das ist aber nur nicht wegen diesem Unterschied, dass man A, die Konkurrenz immer offen hält und dass es halt wegen der Veröffentlichung ist. Also ich meine, wir arbeiten schon zusammen, wir treffen uns auch ab und zu und geben uns so grundsätzliche Ratschläge und so, aber und hinterher überprüfen wir schon, ob wir das Gleiche gesehen haben, aber die Idee ist halt, dass man zwei unabhängige Experimente am Laufen hat, damit man halt besser sagen kann, ob es stimmt oder nicht. Sonst gegenseitig sich beeinflusst. Genau. Das ist der Grund, warum du deine Doktorarbeit nicht nennen darfst, was du das tust, oder? Ja, also genau, es ist noch nicht veröffentlicht und deswegen darf ich es noch nicht sagen. In 3, 4, 5, 6 Wochen ist es hoffentlich veröffentlicht und dann kann ich was dazu sagen. Dann kommst du wieder. Dann komme ich wieder und erzähle euch meine Doktorarbeit, wenn ihr gerne wollt. Gerne. Ja. Klingt ein bisschen gruselig, wenn ich höre, dass ihr nach Antimaterie sucht. Wird nicht irgendwann das Ganze einfach in sich zusammenfallen zu einem Masseknoten? Also die Sache mit dem Illuminati, da wo die da Antimaterie herstellen, um da Energie zu erzeugen, ist schon von daher Quatsch, weil man erstmal super viel Energie reinstecken muss, um Antimaterie zu erzeugen. Also wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, dann entsteht tatsächlich Energie. Aber um Antimaterie zu erzeugen, muss man erstmal so viel Energie reinstecken, die kriegt man im Leben hinterher nicht wieder raus. Und man kann Antimaterie auch nicht irgendwie einfach mit einer Batterie irgendwo mit sich rumtragen, weil Antimaterie, die auf Materie trifft, sofort weg ist. Das heißt, man muss sie halt im Vakuum halten und dann mit irgendwelchen Magnetfeldern dafür sorgen, dass sie nicht an die Behälterwand kommen. Und das kostet auch alles so viel Energie. Also Antimaterie wird man nie zur Stromerzeugung benutzen können. Es sei denn, man findet irgendwo einen großen Container voll Antimaterie, der da irgendwo rumsteht oder so. Aber das wäre schon eine große Revolution. Und sonst Antimaterie, also Antiteilchen, sind überhaupt nichts Neues, die benutzen wir schon lange. Also der Vorgängerbeschleuniger, der LEP, der hat Elektron und Positron aufeinander geschossen, also Teilchen, Antiteilchen. Das ist nichts Besorgniserregendes in dem Sinne. Also, nee, die haben so viel Energie, die knallen aufeinander und dann passiert genau das Gleiche, wie wenn man Elektron aufeinander knallt. Also natürlich nicht genau das Gleiche. Der Vorteil ist halt dadurch, dass sie entgegengesetzt geladen ist, kann man die in denselben Magneten schicken und das eine fliegt halt so rum und das andere so rum. Weil die halt unterschiedliche Ladungen haben. Also das ist schon praktisch. Das heißt, die Energie an sich, wie muss man sich die vorstellen? Licht oder Wärme? Geschwindigkeit. Zusammenprallen, ist da nichts mehr schnell. Achso. Ja, puh, wie soll man sich Energie vorstellen? Energie ist Energie. Also, die wird dann gleich zur Masse. Also, das ist ja auch nicht so, dass da noch lange irgendwie Energie rumhängt und dann wird irgendwann mal ein Teilchen draus, sondern das ist eigentlich instantan. Wenn das zur Masse wird, muss man irgendwann einfach mal diese Röhre durchkehren oder die kann. Das heißt, wenn da so viel Masse entsteht, ich denke, ja, es sind ja Teilchen und die haben halt auch eine Geschwindigkeit und die fliegen weg. Und die lässt man einfach in den Betonplatz dann rein. Also die meisten Teilchen kommen gar nicht aus dem Detektor wieder raus. Weil, also der Detektor macht halt zwei Sachen. Erstmal misst er die Spur, wo das Teilchen lang geflogen ist. Daraus können wir den Impuls messen, weil
Wir haben den Detektor quasi auch in einem Magnetfeld. Dadurch fliegen die um die Kurve. Und je nachdem, wie schnell die sind, das ändert sich der Krümmungsradius. Also können wir quasi aus der Spur, die wir aufzeichnen, ihren Impulsbereich ausrechnen. Und dann dahinter, hinter diesen Spurdetektoren, kommt ein Kalorimeter. Kalorimeter heißt, also wirklich im übertragenen Sinne, irgendwie ein Bleiklotz, an dem ich ein Messgerät dran habe, dass ich messen kann, wie viel Energie da abgegeben wird. Und da werden die Teilchen reingeschossen und dann reagieren, stoßen die gegen die Atome von dem Bleiklotz und bleiben stecken. Also die geben halt immer mehr Energie ab und irgendwann haben sie keine Energie mehr und bleiben da drin stecken. Und dann messe ich halt, wie viel Energie die abgegeben haben, dann weiß ich, wie viel Energie sie vorher hatten. Es gibt nur ganz wenige Teilchen, die Neutrinos und die Myonen, die fliegen einfach durch den Detektor durch. Die Neutrinos kann man gar nicht detektieren, die sieht man einfach nicht. Die fliegen da einfach durch. Und die Myonen, die fliegen bis zum Ende und lassen dann halt ganz außen, gibt es nochmal die Myonenkammern, die dann einfach ein Signal aufzeichnen, wenn dann Myon gewesen ist. Aber die meisten Teilchen kommen gar nicht aus dem Detektor wieder raus. Und die würde man auch nicht aufkehren können. Ich habe vorhin gesagt, wenn so im schlimmsten Fall würde was kaputt gehen, mechanisch, kann man auch sagen, dass der Detektor mechanisch beansprucht wird, also dass diese Platten oder Pixeldetektoren dann irgendwann ausgetauscht werden müssen, weil sie abgenutzt sind, weil Teilchen dagegen geknallt sind. Also die haben Strahlenschäden, das ist ein ganz großes Problem. Also die haben auch ganz viel Forschung da reingesteckt, diese Pixeldetektoren, die ganz nah am Strahl sind, strahlenhart zu kriegen, heißt es. Also dass die halt viel aushalten. Und die haben eine begrenzte Lebensdauer, irgendwann sind die halt kaputt. Das wissen wir jetzt schon, dass der halt nie mehr so gut funktionieren wird, wie er jetzt funktioniert, weil er halt Schritt für Schritt immer weiter kaputt gehen wird. Und das ist halt, wir laufen jetzt noch bis zum Ende dieses Jahres mit Proton-Proton-Kollisionen, dann kommen nochmal nächstes Jahr am Anfang so 2 Monate Blei-Ionen-Kollisionen und dann ist erstmal 2 Jahre Stopp und dann wird wieder an den Detektoren geschraubt und an Beschleuniger geschraubt, um den Pixel-Detektor zu verbessern, auszutauschen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber da wird halt quasi dran auch rumoptimiert, weil es halt einfach mit der Zeit kaputt geht alles, ja. Wie hoch sind denn die jährlichen Betriebskosten für das Ganze? Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, das CERN hat 1 Milliarde Schweizer Franken als Budget. Aber da kommt halt dann auch noch irgendwie Deutschland zahlt Geld dafür und also Euros kann ich euch da nicht nennen. Also ich meine, man muss ja auch quasi meine Arbeitszeit, die bezahlt wird, auch als Betriebskosten irgendwie rechnen. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich gar keine Rechnungen für, wie viel das wirklich kostet. Was waren denn so die größten Hindernisse, um zu dem Punkt zu kommen, um die Messung laufen zu lassen, der Energieaufwand, also die Teilchen? Also prinzipiell ist alles, was wir machen, hat es noch nicht vorgegeben. Also es hat noch niemand Teilchen wirklich so schnell gemacht und es hat noch niemand die 40 Millionen Fotos pro Sekunde aufgenommen. Das heißt, alles, was wir da machen, mussten wir erst entwickeln. Das ist halt, deswegen hat das auch lange gedauert, weil man muss sich halt neue Technologien ausdenken und die dann ausprobieren und testen und dann war die da aber doch irgendwie Mist und man muss sich eine neue ausdenken und so. Also das ganz viel Entwicklung geht halt in die Entwicklung von dem Beschleuniger und den Detektoren, damit man das wirklich hinkriegt. Und das ist halt auch das, wo die Öffentlichkeit oder wo die Menschheit am meisten von so direkt profitiert, abgesehen vom Wissensgewinn, der natürlich auch sehr wertvoll ist. Aber da fallen halt viele Sachen ab, die man dann irgendwie in der Medizintechnologie zum Beispiel ganz gut benutzen kann oder so. Also es wurde tatsächlich schon gemacht, dass Technologien, neue Technologien, die dafür entwickelt wurden, dann überführt wurden, die in irgendwelche andere. Ja, so. Ja, stimmt. Ja. Ja, doch, das passiert. Also nicht häufig. Man kann dann, also was wir machen, ist halt Grundlagenforschung. Wir interessieren uns eigentlich gar nicht dafür, dass da irgendwas Vermarktbares bei rauskommt, sondern wir wollen eigentlich nur verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber es ist halt ein gutes Abfallprodukt in dem Sinne, dass da halt auch neue Sachen entwickelt werden, die dann hinterher woanders benutzt werden können. Könnte man fragen, ob das Web die größte Erfindung vom CERN war? Es kommt darauf an, wie man fragt, ne? Ich persönlich finde ja die Entdeckung vom Web so viel bedeutender. Also ich meine, das Web, das Internet gab es ja vorher schon. Das ist ja, Internet, ja. Ja. Aber nicht das Web. Nee, nicht das Web. Also für das tägliche Leben wahrscheinlich ja. Ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist ja genau das Beispiel. Also das war ja auch ein Tool zur Informationsübertragung
für das CERN intern und hat im Prinzip die Menschheit revolutioniert. Gut, dann